Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Sonntag, den 5.04.2020 zum Jazz Piraten TV. Hey, seid gegrüßt! Okay. Wir starten sogleich mit einem Gedicht von Hebbel, Die Welt und ich. Und hört gut zu, was er zu sagen hat zur Welt und dem Ich, das ihr auch seid. Thank you.
Wenn du kühn von jedem Wein getrunken, wirst du die Kraft im tiefsten Innern spüren, die jedem Sturm zu stehen vermag im Tanz. Bravo. Ah, bravo. Es ist live. Bravo. Hier am Altmarkt. Ja. Svenne. Mensch, du. Ja. Wer hätte das gedacht? Jetzt geben wir Konzerte über den Äther. Ja. Ohne Publikum. Ich versuche es mir vorzustellen. Und ich sehe auch so ein paar Gesichter vor mir. Ich habe vorhin nochmal in Facebook geleuert, wer sich so angemeldet hat. Viele bekannte Gesichter. Ich freue mich sehr. Claudi ist auf jeden Fall dabei. Jochen. Christine habe ich auch gesehen. Angie. Hä? Ich glaube, der Reinhard Ohm ist auch dabei. Hey, Reinhard! Hallihallo! Ja, und was die Zeit so mit sich bringt. Ne? Was die Zeit so mit sich bringt. Wir dürfen gespannt sein. Ja. Also ich bin's auf jeden Fall. Gespielt vorher, mein Gott. Okay. Dann mach noch eine Runde. Heike an der Nasenflöte. Wenn die Zeit, ey, du Schmetterling in meinem Bauch.
plötzlich stillsteht und zwei Blicke sich treffen im Raum, wenn die Zeit. Egal. Nee, ist egal. Ey, wir sind live fertig. Ist egal. Nein. Komm, wir machen weiter. Bis gleich. Wir sprechen da gleich drüber, ja? Okay, ciao. Was denn? Ach, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Die Regie hat auch immer was zu meckern. Egal, ne? So, wie sieht's denn da jetzt aus? Ja, ich weiß, was kam. Ne, die Regie, warte mal, ihr habt mich jetzt echt durcheinander gebracht. Aber komm ey, ne, drüber stehen, ne, egal, wir sind hier live, das ist jetzt einfach so. Ja, so sind sie. Okay, also, ach, immer dieses an die Nase fassen, was soll das? Bob Dylan hat ja... Bob Dylan ist jetzt noch gar nicht dran. Der hat doch da so einen Song geschrieben mit 19 Strophen, da kommen wir gleich dran. Mit 17 Strophen. Ach, mit 17, ich vertue mich da auch immer. Ja. Also, Leute, ich sag euch jetzt mal was. Wen der Himmel retten will, dem schenkt er die Liebe. Also ich setze auf die Liebe. Ein Sturm mich in die Knie zwingt und Angst in meinen Schläfen buchstabiert. Ein dunkler Abend mir die Sinne trübt. Ein junger Mann den Kopf verliert. Ein alter Mann den Abschied übt. Das Thema ist doch, den Hass aus der Welt zu entfernen. So wegwischen. Und wir bereit sind zu lernen. Macht, Gewalt, Rache und sogar Sieg nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg. Erst auf Erden und dann bei den Sternen. Die einen sagen, es läge am Geld. Gut, das ist sicher nicht ganz falsch. Die anderen sagen, es wäre die Welt. Sie läge in den falschen Händen. Da ist auch manches richtig dran. Aber jeder weiß es immer besser, woran es liegt. Nur, es hat noch niemand den Hass besiegt, ohne ihn selbst zu beenden. Er kann mir sagen, was er will, und kann mir singen, wie es er meint, und mir erklären, was er muss. Und auch begründen, wie es er braucht. Ich setze auf die Liebe. Tut ihr es auch? Schluss. Hans-Dieter Hüsch. Schöner Text. Passt super, oder? Ach, wie schön. Dachte ich. Ach, herrlich. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja. Ja, ich hatte noch ein... noch ein Stück für Jochen im Petto. Und wie gesagt, Bob Dylan hat ja unlängst ein Stück rausgehauen. Mit 17 Strophen. Mit 17 Strophen. 17. Und... Moment mal, Bob Dylan wollen wir mal eben kurz klarstellen. Also Bob Dylan ist ja jetzt schon lange im Geschäft. Seit den 60ern. Ne? Ne? Flower Power. Vielleicht sogar 50er schon, glaube ich. Ja.
Aber der ist ja schon, der war schon politisch, meine ich. Ne? Dem wollten sie doch einen Nobelpreis geben für Literatur oder für Texte, Lyrik oder so. Ne? Ist nicht hingegangen, habe ich gehört. Ne? Der hatte, glaube ich, keine Zeit. Aber der hatte keine Zeit, der hatte Besseres zu tun. Der musste mit seiner Frau ins Kino. Nein, Quatsch. Ich weiß es nicht. Aber Flower Power ist natürlich, das war ja damals so eine Bewegung. Die ist ja, woraus ist die entstanden? Die ist im Laurel Canyon in Amerika, in Kalifornien ist die Flower Power Bewegung im Laurel Canyon entstanden. Ja, ja. Und was war das nochmal so? Was war das? Das war doch so eine besondere Zeit, ne? Da waren doch so besondere Ereignisse auch auf der Welt, ne? Ich meine. Ja, Vietnamkrieg und so. Ja, Vietnamkrieg, genau. Auf. Und dann haben die Leute plötzlich irgendwie, weil damals die Berichterstattung war ja noch sehr offen, ne? Nicht so wie heute. Da haben sie ja, glaube ich, damals noch ziemlich krasse Bilder auch im Fernsehen gezeigt, ne? Über den Vietnamkrieg, ne? Deswegen haben sie da, glaube ich, damals so abgeschafft, weil die Leute nämlich da auf die Barrikaden gegangen sind. Ja, ja, ist ja klar. Ne? Also wenn man jetzt wirklich, wenn man das immer so sehen würde wie damals, wenn man damals so recherchiert und sich Dokus anguckt, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob die Leute, wenn man denen das hier so zeigen würde, immer im Fernsehen, ob die auch so alles mitmachen würden. Ich weiß es nicht. Naja, egal, ist auch ein anderes Thema, komm. Ja, wie gesagt, also Bob Dylan hat halt einen Song rausgehauen. Mit 17 Strophen. Mit 17 Strophen, aber den finde ich gar nicht so gut. Ich finde eigentlich diesen hier besser. Also, Flower Power. Oh, oh. Du wolltest mir noch den Hut aufsetzen. Den Hut wollte ich ihm aufsetzen. Jo, den guten Zylinder, das ist hier ja, der Flower obligatorische. Power, Flower Power oder nicht? Ja, Flower Power, okay. Und der obligatorische Hut. Mal eben hier, damit das nicht so richtig, ne? Ah. Flower Power, ne? Frieden, Peace, Liebe. Oh. Warte. Hey, you must leave now, take what you need, you think will last. Ihr könnt auch gerne mittanzen. Whatever you wish you keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Yeah. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. Soll ich mal mitspielen? Yeah, it's all over now. Left-handed painter of your streets is drawing crazy patterns in the sheets. Ooh. The carpet too is moving under you. Hey. Look all over what he grew. Yeah. It's all over now. It's
Das war's für heute. Jazzpiraten TV, live vom Altmarkt. Wir sehen uns wieder nächste Woche, 18 Uhr. Ciao, ciao. Nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Jazzpiraten TV. Du, 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 du.